Der eine hat mir die Frage gestellt, was führst du denn für ein Business? Was bist du da am Aufbauen? Und dann war meine erste Reaktion ein richtig, richtig gutes. Und dann mussten die beide lachen und haben so gesagt, ja, das ist schon klar, dass das gut kommt mit dieser Einstellung und dieser Überzeugung, wie du das gesagt hast. Also weißt du, wie ich meine? Und das möchte ich dir mitgeben. Also sehr oft holen wir doch Meinungen, Rat und so vom Außen. Ja, ist das jetzt gut? Mache, kommt es gut und so weiter. Aber wir dürfen lernen, aus uns heraus diese Sicherheit, dieses Selbstvertrauen, dieses Bewusstsein, Selbstbewusstsein zu entwickeln und das, was wir sowieso lieben zu tun, dass wir auch lieben, was wir da kreieren und dass wir in erster Linie du selbst davon überzeugt bist, was du tust. Weil wenn du so bist, oh, ich weiß nicht, ob jetzt das so gut ist und vielleicht ist es.